willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute einen meiner Favorite Hairstyles, und zwar den Sleek Look. Das heißt, ich habe meine Haare ganz, ganz glatt geglättet und habe zwei unterschiedliche Glätteisen genommen. Auf der rechten Seite habe ich den GHD Platinum Plus Styler genommen. Und im Vergleich habe ich auf der linken Seite den Dyson Coral genommen. Beides sind ja teure und hochwertige Produkte und ich dachte deshalb, ich mache mal so ein kleines Vergleichsvideo. Vielleicht hilft euch das am Ende bei eurer Entscheidung. Jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Zu den beiden Geräten, schreibt mir sie gerne in die Kommentare. Ich zeige euch jetzt aber als allererstes mal, wie ich sie angewendet habe und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und bevor ich anfange zu glätten, ist ganz, ganz wichtig, nutze ich immer Hitzeschutz. Und ich nehme das Heat Protector Spray von GHD. Das sprühe ich einfach überall aufs komplette Haar und fülle das jetzt ein klein bisschen ein. Aufgeplustert aus, und das finde ich ist total schön. Wenn die dann geglättet sind, sehen die meiner Meinung nach automatisch gesünder und glänzender aus. Und ich teile die Haare jetzt in zwei Teile auf und glätte die Haare mit der einen Seite mit dem GHD Platinum Plus Styler und mit der anderen Seite glätte ich die mit dem Dyson Coral. Die rechte Seite mache ich jetzt mit dem GHD Platinum Plus Styler. Der hat einen Knopf, das heißt, der geht automatisch auf 185 Grad und nicht höher, weil das wird eh dem Haar schädigen. Und das Gute ist, der geht super schnell an. Ich zeige euch das jetzt mal. Gleich ertönt ein Signal, dass der heiß ist. Schon heiß. So, schon bereit zum Stylen. Ich nehme jetzt einfach so ungefähr zwei fingerbreite Strähnen und gehe von oben nach unten. Und das Coole ist, ihr müsst wirklich nur einmal über euer Haar gehen, nicht zehnmal, weil ich finde, das schädigt dem Haar dann nochmal zusätzlich. Wenn ihr einmal drüber gegangen seid, habt ihr die Strähne schon viel glatter als zum Beispiel die, die jetzt nur geföhnt ist. Hier seht ihr nochmal den Unterschied. Wie ihr seht, das ist jetzt geglättet und das nicht. So, und das Ganze macht ihr jetzt einfach mit jeder Strähne und unterteilt euch die, wie gesagt, in ungefähr zwei fingerbreite Strähnen. Wenn nicht, manche nehme ich auch noch ein bisschen dünner, gerade die Haare, wenn die länger sind hinten, dann nehme ich noch dünnere Strähnen. Ich schalte den ein und dabei müsst ihr aber erstmal schauen, ihr müsst gucken, welche Temperatur ihr haben wollt. Und ich habe mich jetzt auch wieder für 185 Grad entschieden. Das heißt, der braucht jetzt erstmal auch einen kleinen Moment, um aufzuheizen. Ich schalte den jetzt ein und dann könnt ihr hier unterschiedliche Temperaturen einstellen. Und zwar einmal 165, 185 oder 210 Grad. Und ich habe mich jetzt für 185 entschieden, wie beim GHD. Gleich ertönt das Signal. Dauert auf jeden Fall ein paar Sekunden länger als beim GHD. So, ich unterteile das jetzt auch wieder in zwei fingerbreite Strähnen und glätte von oben nach unten und mache das wie beim GHD einmal von oben nach unten. Beim Dyson ist, dass der ohne Kabel benutzbar ist. Mein Akku ist jetzt voll, ich habe den über Nacht laden lassen. Und ihr könnt dann, seid dann nicht abhängig von einer Steckdose, sondern könnt egal wo glätten. Und er hat biegsame Kupferheizplatten hier vorn. Ich nehme jetzt mal eine Strähne. Ja, trotz dieser Kupferheizplatten ist es so, dass es ein bisschen zieht beim Glätten, wenn ich ehrlich bin.
und der ist recht schwer. Das heißt, dadurch nicht ganz so handlich, auch wenn er ohne Kabel ist. Hier habe ich ja mit dem GHD Platinum Plus Styler geglättet und da gefällt es mir auf jeden Fall besser, weil die Haare glänzen. Ich kann super mit den Fingern auch durchgehen und die fühlen sich auch besser an. Bei der linken Seite habe ich mit dem Dyson geglättet und ich persönlich würde jetzt noch einmal drüber gehen, weil ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, weil hier sehen die wesentlich glatter aus. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, welche Seite euch besser gefällt. Die Seite, wo ich mit dem Dyson geglättet habe oder die mit dem GHD Plus Platinum Styler. Geliefert wird der Dyson in der schönen schwarzen Samthülle. Wenn ihr die öffnet, ist er von innen in so einem Blauton. Und das Coole ist natürlich, dass der Dyson Coral hier pink ist. Hier öffnet ihr den. Und dann sieht man auch schon die biegsamen Kupferplatten. Und das Praktische daran ist, weil der kabellos ist, habt ihr so ein kleines Flugmodusgerät. Das heißt, das nehmt ihr raus, wenn ihr fliegt. Somit könnt ihr sicher gehen, dass das während des Fluges auch nicht angeht. Und als zusätzlichen Schutz, damit auch nichts beschädigt wird, habt ihr hier so eine kleine Hülle. Und 100 Mal pro Sekunde überwacht der Dyson die Temperatur, damit die dann auch wirklich sich den Haaren anpasst. Und Dyson wirbt auf der Seite damit, dass sie 50% weniger Haarbruch verursachen beim Glätten der Haare. Also was ich halt super cool finde, dass man den Flugmodus aktivieren kann und dass es halt kabellos ist. Und wenn ihr verreist, könnt ihr es dann halt in euer Travel Case packen. Ich weiß aber nicht genau, wie lange das hält, wenn ich zum Beispiel für 2 Wochen verreise oder man allgemein etwas länger verreist. Müsst ihr euch halt im Klaren sein, dass ihr das auf jeden Fall einpackt, zumindest das Kabel, und somit könnt ihr den dann laden. Und ihr könnt euch selber aussuchen, ob ihr das dann zum Beispiel, wenn ihr zu Hause seid, einfach an der Ladestation laden lasst. Oder wenn ihr verreist, könnt ihr super easy das Kabel abmachen und hier drüber laden. Einfach ans Glätteisen anschließen. Zeige ich euch den GHD in schwarz-matt mit Silber, der GHD Platinum Plus Styler. Der ist, wie man sieht, auf jeden Fall kleiner und etwas schmaler als der Dyson. Gleich zum Dyson seid ihr natürlich beim GHD Styler abhängig von der Steckdose. Das Positive daran ist aber, dass dieses Kabel richtig, richtig lang ist und somit seid ihr dann halt flexibel beim Glätten. GHD zeichnet sich damit aus, dass 250 Mal pro Sekunde die Temperatur überwacht wird und 70% weniger Haarbruch verursacht. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis, der GHD Platinum Plus Styler liegt bei 249 €. Und der Dyson Coral liegt bei 499,90 €. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich konnte euch vielleicht eure Entscheidung abnehmen oder euch helfen bei der Entscheidung. Ich bevorzuge auf jeden Fall den GHD Platinum Plus Styler. Zum einen vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist er wesentlich günstiger, um ehrlich zu sein genau die Hälfte. Und selbst beim Glätten, trotz der Kupferheizplatten vom Dyson, war es teilweise schwieriger durchzukommen. Das Gefühl beim GHD Platinum Plus Styler ist auf jeden Fall geschmeidiger. Ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, welches der beiden Glätter euch besser gefällt. Und lasst mir einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Video. Ciao!